Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute bin ich nicht alleine, der Daniel vom Driveblog ist wieder dabei. Das heißt, wir präsentieren euch heute den neuen Passat in der 9. Produktgeneration. Zudem wird der Passat dieses Jahr 50 Jahre alt. Wer hätte es gedacht? Und wir wollen natürlich herausfinden, was hat sich denn an der eierlegenden Wollmilchsau alles geändert? Ist er noch komfortabler? Was kann er noch besser? Wo sind die essentiellen Parts, die jetzt der neue Passat besser bespielt? Oder gibt es vielleicht sogar Dinge, die schlechter geworden sind? All das werden wir heute klären, wenn ihr dran bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt, das Ganze liked und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und dann würde ich sagen, starten wir in dieses Video mit dem Daniel von Driveblog und dem Ubi von UbiTestet. Viel Spaß! Schauen wir uns das Exterieur des neuen VW Passats an. Hier an der Front die durchgehende LED-Leuchtleiste und LED-Scheinwerfer, die übrigens serienmäßig dabei sind. Hier sehen wir die Matrix-LED-Version. Besonderes Augenmerk hat Volkswagen auf das Thema Aerodynamik gelegt. Der CW-Wert liegt bei 0,25, übrigens derselbe Wert, den auch der ID.7 Tourer hat. Wie konnten diese Ergebnisse erreicht werden? Ganz klar, viele kleine Optimierungen. Man sieht das Design. Ähnelt ein bisschen den ID-Modellen. Die Felgen sind optimiert, die Außenspiegel sind optimiert. Damit es innen drin das Geräuschniveau niedrig bleibt, gibt es eine spezielle Verglasung. 4,92 Meter ist der neue Passat lang. Der Radstand liegt bei fast 3 Metern. Und ja, gerade so in der Seitenlinie merkt man die Ähnlichkeit zum Skoda Superb. Skoda und Volkswagen haben diese beiden Modelle gemeinsam entwickelt. In Bratislava läuft der VW Passat auch mit dem Skoda zusammen vom Band. Gehen wir nun ans Heck. Hier sehen wir ebenfalls Aerodynamik, optimierte Bauteile und ebenso ein durchgehendes LED-Leuchtband. Und wo wir am Heck des Passats sind, schauen wir uns die Kombiqualitäten an. Hallo und herzlich willkommen im Kofferraum des VW Passat. Schlafen könnte man hier drinnen problemlos. Mit einer Länge von 2,8 Meter Maximal-Laderaumlänge ist das auch kein Problem. Und zu zweit könnte es hier drin auch durchaus gemütlich werden, wenn man dann vielleicht noch so einen Topper reinlegt. Also für die Freunde unter euch, die gerne in ihrem Auto schlafen, der Passat ist da auf alle Fälle UbiTestet approved. Wenn ihr allerdings nicht in eurem Auto schlafen wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich eher Sachen einladen. Der Standardkofferraum bietet 690 Liter und eine Maximalladeraumtiefe von 1,12 Meter. Und wenn man dann eben die Rücksitzlehnen umlegt, dann sind es 1920 Liter Stauraumvolumen. Wem das Ganze nicht reicht, der kann natürlich auch eine Anhängerkupplung ordern. Die hat dann eine maximale Zuglast von 1,6 bis maximal 2,2 Tonnen, je nach Antrieb und Stärke des Motors. Zudem immer vorhanden eine 90 Kilogramm Stützlast auf der Anhängerkupplung und eine 100 Kilo Dachlast. Das brauchen wir heute nicht. Was wir aber wissen wollen, ist die Platzverhältnisse im Innenraum. Also steigen wir hinten ein. Im Vorsitz sitzt es sich unheimlich gut im neuen Passat. Dank 50 mm mehr Knieraum merkt man das auch. Es ist schon vom Bass so ein bisschen Tanzsaalcharakter. Die Füße können unter den Vordersitz perfekt gesteckt werden. Im Gegensatz eben zum ID.7 Tourer, wo die Sitze etwas niedriger sind, haben wir hier mehr Luft vom Unterboden her. Man merkt das auch gleich, wenn man hier ordentlich sitzt. Dann haben wir auch einen besseren Kontakt mit den Schenkeln auf der ausgeformten Bank. Die ist nicht so extrem ausgeformt wie etwa im ID.7 Tourer, der ja fast schon Sitzcharakter im Fond hat. Hier ist die Bank etwas gerader, um auch hier vielleicht eben dem mittleren Posten hier der Möglichkeit zu geben, etwas besser zu sitzen.
Dennoch, was gut auffällt, ist erstens, wir haben hier Sonnenschutzrollos, was ich sehr zu begrüßen finde als Familienvater. Das heißt, man kann es wunderbar abdunkeln. Wir haben hier eine schöne ambiente Beleuchtung hier drinnen. Dann ebenfalls die Türverkleidung ist sehr hochwertig gemacht. Wir haben nämlich hier so eine Doppelziernaht, weiche Materialien. Auch hier wieder weiche Materialien von diesem Mikro-Velour-artigen oder diesem Mikrofaserstoff. Zudem auch Ablagemöglichkeiten viele, wie wir jetzt sehen, zum einen für Smartphones oder Tablets, die Zeitung, wie es damals hieß. Wir haben die Möglichkeit, eben hier die Smartphones mit zwei USB-C-Anschlüssen zu laden. Zudem haben wir eine 3-Zonen-Klimaautomatik und auch die Sitzheizung für die Fondpassagiere. Nichtsdestotrotz haben wir noch weitere Möglichkeiten, nämlich wenn man auch schon mal hier die Mittelarmlehne nimmt, dann kann man die ausklappen und hat nicht nur zwei Becherhalter, sondern auch einen Smartphone-Halter, indem man das Handy dann entweder zweimal nebeneinander legen kann. So kann jeder sein Smartphone nutzen oder man legt es quer und dann können beide die Medieninhalte gemeinsam genießen. Bei Kindern würde ich empfehlen, lieber zwei getrennte Geräte zu nehmen, damit es keinen Streit gibt. Streit gibt es auch nicht, was das Thema Kindersitze angeht, denn wenn wir hier schauen, gibt es auch Isofix an den Außenpositionen. Das ist clever gelöst, denn hier hat man dann einfach eine Möglichkeit, das aufzuschieben und somit fällt auch der Deckel nirgendwo rum, liegt nicht in der Türtafel und klappert, sondern das ist alles aufgeräumt. Isofix gibt es nicht nur an den Außenpositionen im Fond, sondern auch am Beifahrersitz. Das bedeutet, wir gehen in Reihe 1. Vorne dürfen Fahrer und Beifahrer in den meisten Fällen mit AGR-zertifizierten Sitzen Vorlieb nehmen. Das heißt, auch hier ein hoher Reisekomfort soll gesichert werden. Bedeutet, wir haben Massagefunktionen schon in der Basis vorhanden. Allerdings kann man das Ganze dann noch weiter eskalieren. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Airline. Das bedeutet, wir haben sportlich orientierte Sitze mit mehr Seitenhalt. Zudem eine integrierte Kopfstütze in so einem Integralsitz, wie man das sagt. Wir haben zudem eben auch das Massageprogramm hier in erweiterter Funktion. Das heißt, wir können nicht nur die Lordosenstütze etwas auf- und abpusten, sondern wir haben hier tatsächlich Elemente, die dann den Rücken durchaus gut durchkneten können. Vorteil der Sportsitze in der Airline, auch eine ausziehbare Schenkelauflage ist vorhanden. Die Sitze sind hier beheizbar. Optional erhältlich ist auch eine Belüftung der Sitze und in der höchsten Ausbaustufe aller Sitze gibt es sogar eine Möglichkeit in Verbindung mit Leder, dass dann die Sitz- und Lüftung automatisiert vonstatten geht. Da ist dann ein Feuchtigkeitssensor drin und der weiß dann immer optimal, wie er den Sitz zu klimatisieren hat, dass man eben nicht festklebt oder aber auch eben friert auf dem Sitz. Was die Bewegungsfreiheit angeht, hier ist genügend Platz. Trotz einer breiten Mittelkonsole haben wir hier mit den Knien kein Problem. Zudem auch Kopffreiheit ist mehr als genügend vorhanden. Wir haben jetzt hier auch kein Panoramaglasdach verbaut und das Lenkrad ist zusätzlich in der Höhe und der Tiefe natürlich einstellbar. Hier dürft ihr in ein richtig schön sportlich ausgeformtes Sportlenkrad greifen und seht auch direkt die erste Neuerung. Und zwar gibt es keine touchsensitiven Flächen mehr, sondern ganz oldschool haptische Tasten. Hier könnt ihr direkt in eure Ansicht switchen und könnt im digitalen Kombi-Instrument, was übrigens immer Serie ist, die Ansicht verändern. Und ihr seht hier auch schon die beiden neuen Lenkstockhebel. Hier könnt ihr die Fahrprogramme vorwählen. Dieser Hebel ist von der Mittelkonsole hier nach oben gewandert. Warum? Ganz klar, ihr habt hier eine wirklich großzügige Mittelkonsole, die viel Platz bietet. Ihr könnt euer Smartphone induktiv laden. Dieser Bereich ist gekühlt, also das Smartphone wird immer optimal geladen. Zusätzlich gibt es zwei USB-C-Anschlüsse und ja, wirklich viel Platz. In der Mitte habt ihr dann das Infotainment-System. 12,9 Zoll sind Standard. Und hier seht ihr die 15 Zoll Variante. In der Mitte der Bereich, das ist der Homescreen. Die obere Leiste lässt sich frei konfigurieren. Hier könnt ihr eure Lieblingsfunktionen reinsetzen. Und unten habt ihr die Klimaleiste mit Home-Button. Also hier könnt ihr die Sitzhaltung einstellen, Temperatur etc. Und hier seht ihr trotzdem noch eine touchsensitive Fläche. Eine wichtige Neuerung, die ist beleuchtet. Eine gute Neuerung. So, schauen wir uns das Armaturenbrett insgesamt an. Hier seht ihr
eigentlich, wie schön sich das digitale Kombi-Instrument in den Armaturenbereich einfügt. Die Dekorelemente sind hinterleuchtet, die Farben könnt ihr frei wählen. Und hier seht ihr auch die schöne Verarbeitung, Details wie die aufgesetzten Nähte, der tolle Materialmix und insgesamt lässt sich sagen, dass die Verarbeitung wirklich auf sehr hohem Niveau ist. Unterwegs im Passat 9. Produktgeneration kommen wir erst einmal zu dem Thema Antriebe. Wir haben uns den Antrieb genommen, der von Volkswagen erwartet wird, die höchsten Verkaufszahlen zu haben, nämlich bis zu 50% soll er wohl ausmachen, und zwar der Diesel mit 150 PS, also der klassische Dienstwagen-Diesel-Kombi. Es wird allerdings eine weite Palette an Antrieben geben. Fangen wir mal an bei den Verbrennern, Benzinermotoren, und zwar ETSI 1,5 Liter mit Mildhybrid. Das ist ein komplett neues Aggregat für den Passat. 48 Volt Mildhybrid mit Riemenstartergenerator, der untenrum ein bisschen Kraft gibt und das Fahrzeug dann auch segeln lässt. Also ein besonders effizienter Antrieb. Darüber rangieren dann zwei 2,0 Liter TSI-Aggregate. Die Leistungsspitze bildet der 2.0 TSI mit 265 PS. Der ist dann auch an das Allradsystem gekoppelt und bietet eben auch die höchste Anhängelast. Dann gibt es noch drei TDI-Triebwerke, und zwar hier im Leistungsbereich von 122 bis 193 PS. Den Biturbo TDI gibt es nicht mehr. Zudem sind alle Antriebe standardmäßig an ein 7-Gang DSG-Getriebe gekoppelt. Neu auch der Plug-in-Hybrid, der E-Hybrid. Da gibt es zwei Leistungsstufen mit 204 oder 272 PS. Neu hier, es gibt eine fast doppelt so große Antriebsbatterie, über 19 Kilowattstunden fasst diese, ist aber vom Package genauso groß wie die des Vorgängers, bietet jetzt ein deutlich verbessertes Ladeverhalten, denn es gibt einen 11 kW Onboard-Charger im Gegensatz zu 3,6 kW beim Vorgänger und Besonderheit, es gibt sogar einen CCS-Schnellladeanschluss. Das bedeutet, man kann mit bis zu 50 kW den Antriebsakku laden. Beispielsweise, wenn man dann eben an einen Schnelllader beim Supermarkt kommt, dann ist der Akku von 10% auf 80% in knapp über 20 Minuten wieder gefüllt. Die Reichweite des Plug-in-Hybriden liegt bei über 100 Kilometer. Laut WLTP-Zyklus sollen es sogar gut 120 Kilometer sein. In der Praxis verspricht Volkswagen aber, dass man in den meisten Fällen von über 90% stets über 100 Kilometer schafft, was auch die meisten Kunden wohl zurücklegen im Alltag und somit in den meisten Fällen hier auch mit dem Plug-in-Hybrid voll elektrisch unterwegs sein können. Wir fahren allerdings jetzt den Diesel und den Fahreindruck, den erklärt euch jetzt der Daniel. Im neuen Passat haben wir das neue dynamische Fahrwerk DCC Pro. In den Dämpfern sind Zug- und Druckstufe getrennt voneinander regelbar, was in Abhängigkeit von den gewählten Fahrmodi eine viel, viel größere Spreizung zwischen dynamischen und Komfortfahren. Man spürt abhängig vom Fahrprogramm viel, viel deutlicher den Unterschied zwischen komfortablen und dynamischen Fahren. Die Wankbewegung im Fahrzeug wurde deutlich reduziert. Natürlich hilft hier auch der längere Radstand und ebenfalls in Kombination mit dem DCC Pro ist die Progressivlenkung. Wir haben viel, viel direkteres Einlenkverhalten. Also das Fahrzeug reagiert wirklich sehr schön auf Lenkbefehle, zielgenau, und gerade hier auf Landstraßen macht das wirklich viel Spaß und man vergisst, dass man eigentlich in einem Kombi sitzt. Also hier haben die VW-Ingenieure wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also ein sehr fahraktives Fahrzeug, ohne den Fokus auf den Komfort zu verlieren.
Was natürlich auch nicht fehlen darf bei einer Weiterentwicklung oder einer Neuentwicklung des Fahrzeugs, ist das Thema Assistenz. Das wird natürlich immer wichtiger, gerade bei einer Dienstwagenfahrzeugklasse wie eben dem Passat ist das natürlich essentiell. Wie wir sehen, ist natürlich die gesamte Assistenzarmada hier vorhanden. Speedlimit-Erkennung, Abstandsregelung, Tote-Winkel-Überwachung, Notbremsassistent, all das ist hier vorhanden. Wir sehen sogar einen Trailer Assist, den es gibt. Der Passat hat die unter dem Travel Assist zusammengefassten Assistenzsysteme noch einmal verfeinert. Das Fahrzeug kann visuell die Umgebung deutlich besser erkennen. Das heißt, man erkennt zum Beispiel vor einem ist ein Zweirad, ein Auto oder aber ein LKW. Das hilft natürlich dann auch den Systemen in ihrer Regelung. In der Praxis bedeutet es, das Fahrzeug wird deutlich besser in der Spurmitte geführt. Auch am Vordermann wird sich deutlich besser orientiert. Die Fahrassistenzsysteme sind deutlich zuverlässiger. Insgesamt eine gute Weiterentwicklung, allerdings hier keine Revolution in der Assistenz, sondern vielmehr eine Evolution des Travel Assist. Also hier sollte man jetzt kein komplett teilautonomes Fahrzeug erwarten, sondern hier ist einfach nur die Vernetzung und die Feinregelung der Systeme deutlich besser geworden. Das war die erste Vorstellung des neuen Volkswagen Passat. Als Variant nur noch erhältlich, nicht mehr als Limousine. In der 9. Generation insgesamt betrachtet natürlich eine gute Weiterentwicklung. Riesige Sprünge würde ich persönlich sehen beim Fahrwerk. Mit dem neuen DCC Pro hat es Volkswagen geschafft, hier einfach die Karosserie deutlich zu beruhigen, die Spreizung zwischen dynamischem Fahren und komfortablen Fahren nochmal besser zu trennen. Vor allem beim komfortablen Fahren hat man jetzt nicht mehr das typische Nachschwingen, das es deutlich besser beruhigt. Dadurch fährt sich das Auto viel entspannter, viel angenehmer. Bei den Assistenzsystemen eher eine Evolution als wirkliche Revolution. Wir haben jetzt hier kein vollautonomes Reisefahrzeug, sondern immer noch ein assistiertes Fahren. Das assistierte Fahren ist allerdings deutlich besser geworden. Beim Dieselmotor, den wir jetzt hier gefahren sind, der arbeitet angenehm ruhig, sauber, natürlich dank doppelter Abgasregelung. Allerdings durch diese doppelte Abgasregelung und die verschärfte Abgasnorm muss man sagen, sparsamer ist er nicht wirklich geworden. Wir sind jetzt auf unseren Fahrten hier mit so 6,5 Litern ausgekommen. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, das ist keine deutliche Verbesserung beim Verbrauch. Dennoch muss man sagen, mit dem großen Tank hat man eine Reichweite von über 1200 Kilometern am Ende oder über 1000 Kilometer ist natürlich für einen Vielfahrer immer noch hervorragend. Was ist dein positives oder negatives Fahrzeug? Genau, also die Langstreckenqualitäten für Vielfahrer erfüllt aus meiner Sicht der Passat voll. Natürlich tolle Reichweite, komfortables Fahrwerk und was mir besonders gut gefällt ist, dass man als Vielfahrer wirklich in einem sehr ergonomischen und entspannten Fahrzeug Platz nimmt. Es ist wirklich nutzerfreundlich, das MIB 4 Infotainment System ist endlich verschlankt, läuft zuverlässig, ist übersichtlich und ich glaube, das ist, was man als Vielfahrer braucht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was die Preise angeht, so hält sich da Volkswagen zum Zeitpunkt der Videoproduktion noch bedeckt. Man hat uns allerdings gesagt, die Preissteigerung soll nicht vorhanden sein, das heißt, er soll so viel kosten wie das Vorgängermodell. In meinen Augen ein sehr gelungenes Fahrzeug. Ich persönlich mag jetzt nicht unbedingt die neue Optik, die mir zu aerodynamisch feingeschliffen ist. Das fand ich beim Vorgänger schöner. Ich persönlich wäre jetzt der ID.7 Tourer-Fahrer. Da bin ich mit dabei. Mit dem Exterieur muss ich dir recht geben. Innen finde ich es hingegen sehr gelungen. Tolle Qualitätsanmutung, schöner Materialmix. Also innen drin ist das, wo ich mich wohlfühle. Außen ist tatsächlich der ID.7 auch mein Favorit. Und was ist euer Favorit? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Lasst es uns jetzt wissen und vor allem lasst uns ein bisschen diskutieren über den neuen VW Passat oder auch ID.7 Tourer, je nachdem, was ihr für ein Fan seid. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben. Den Fahrbericht auf dem Driveblog, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wir bedanken uns fürs Reinklicken, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und sagen Tschüss.
und Servus.